Ich komme. Bin immer noch geflasht, ey. Sie hat selber damit zu tun, dass sie tötet oder töten muss. Sie wird dazu gezwungen, um ihren Bruder zu beschützen, und das macht sie selber fertig. Vielleicht kommen wir da raus. Ja, noch nicht. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Du da? Na, stell dir das hin, echt cool. Und schon habe ich ihn wieder an der Hand. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Er schreit hier immer so rum, ey. Alkohol! Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. So, haben wir das Karma ja wieder aufgefüllt. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. So. Ah, guck mal, cool. Ja, zum Beispiel ab der. So, gucken wir mal durch. Was haben wir hier? Diese aus einfachen Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlich großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Gewürze. Tischdecke. Handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfen und Schalen verwendet. Ach so, was ist das? Ah, jetzt verstehe ich. Traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zu sticken lernen. Oh, Seife. Will ich jetzt nicht komplett durchlesen? Seife, das ist ja voll selten gewesen damals. Würde ich jetzt sagen. Weihrauch und Kräuter. Ja, okay. Kodex. Was war denn hier noch? Aufwerten? Okay, wir können noch nichts weiter aufwerten. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Okay, dann haben wir die Kirche untersucht oder durchsucht. Komm, hoch mit dir. Aber diesmal Vorsicht. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Naja. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Aber der haut ab. Was ist denn da ist drauf? Ist das der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ja, ich auch.
Ach so, warte, jetzt habe ich Stoff gefunden, ne? Ich nehme mal an, sobald ich aufrüsten kann, wird dann das nicht mehr rot sein, sondern ein weißes Viereck. Und sobald ich es dann aufgewertet habe, wird das so gefüllt mit Weiß. Also wir brauchen da nicht immer durchklicken, sondern man sieht es auf den ersten Blick, was jetzt upgraded werden kann. Schwefel. Bleibt mal beim Codex drin. Weil ich glaube nicht, dass man Schwefel zum Aufrüsten benötigt. Na gut, vielleicht kann man mit Schwefel irgendwie sowas wie Brandmunition herstellen. Ich weiß nicht. Den Geruch kenne ich. Weihrauch oder wie? Heilkräuter. Oh. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Ah ja. Oh, was haben wir denn da? Alkohol wieder. So haben die hier damals gebadet. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Vor allem, das hält doch gar nicht. Das Wasser sickert doch durch den Stoff durch. Oh, da geht's raus. Aber da liegt noch was. Leder! Leder! So. Ah, warte mal, Leder. Da gucke ich doch nochmal nach. Nope. Generell, es fehlt, glaube ich, eine ganze Menge zum Aufrüsten. Ah, ich gehe jetzt erstmal hier draußen umher, warte. Ne, war nichts. Schön, dass man auch sammeln muss, um das abzugraden. Also die Schleuder. Ich glaube, man kann hier nur die Schleuder benutzen, oder? Blumen, die sind wunderschön. Er läuft einfach hier über die Gräber drüber, wie ich. Oh. Was ist denn hier? Wolltest du da einen ausbuddeln oder ist er noch nicht richtig eingebuddelt worden? Voll blöd irgendwie. Ah, Kräuter, Kräuter. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Jetzt siehst du viel besser aus. Ah, I. Hugos, hey, ah, guck mal, er kann Pflanzen sammeln. Gottesblumen bezeichnen. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück, andere beziehen sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihren Blütenblättern wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können. Was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Nelken also. Stoff. Stein. Ach so, Stein. Munition sozusagen. Nochmal kurz ein Check. Ich würde gerne wissen, was das hier alles so ist, ne? Das sieht aus wie Schwarzpulver. Das könnte Stoff sein. Das ist irgendwie Seil, Werkzeug. Okay, das Alkohol anscheinend. Leder. Überwiegend so. Ja, immer das gleiche. Oh, hier haben wir sogar schon 3 von 3, aber ich hätte gern gewusst, was das für einzelne Gegenstände sind. Ja, kann ich leider irgendwie gerade nicht in Erfahrung bringen. So, da gehe ich nicht. Gehe ich noch nicht rein. Weil ich glaube, hier hinten gibt es auch noch was zu looten. Sag ich doch. Ah, guck mal, da haben wir Schnur ist das und Schwefel wieder mal. Vor allem, ich will nicht wissen, was ich jetzt schon so verpasst habe. Ah. Pater. Ihr schon wieder.
Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drum. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Ratten, fast da! Ich wette, Ratten. Ratten haben schon immer die Pest übertragen. Ich weiß, ich soll im Licht bleiben, aber ich habe Angst, hier ist irgendetwas zum Sammeln. Kann ich sprinten? Warum haben Mönche eigentlich immer... Naja, ist doof. Ich wollte gerade sagen, so ein, obendrauf eine Glatze, weil die immer Fackeln tragen. Nein, das geht natürlich nicht, ne? Zu der Zeit hat ja jeder irgendwie Fackeln tragen müssen. Passte nur irgendwie gerade so zu dem Bild. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier! Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Alter, das ist so bad. Amicia, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Von überall. Weg mit euch. Oh, das ist echt ausgerechnet für mich, ne? Ich kann ja die Viecher so gut leiden.
überhaupt nicht. Das sind zu viele, sie sind überall. Gott, steh uns bei. Sie sind überall. Das Licht, sie haben Angst vor dem Licht. Ja, verpisst euch. Ich kann natürlich auch einfach nach unten. Ich kann da gar nicht hingucken. Ich hasse Ratten. Weg! Ich will halt nichts verpassen. Da kommen sie auch noch aus den Löchern raus. Da muss ich mal da hoch. Okay, da geht's eh nicht weiter. Wieso habe ich das Spiel überhaupt gespielt? Ich hätte im Menü schon sagen müssen. Da kommen Ratten drin vor. Eigentlich kein Bock. Das ist ein Mensch. Der andere Bruder. Ja, der ist auch nicht. Das ist ein halber. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Da drüben ist die nächste Fackel. Nein! Ist sie nicht? Okay, hier ist überall Licht. Ich verstehe nicht, warum es Feuer. Wir brauchen Feuer. Oh, das war knapp. Jetzt habe ich erst mal gecheckt. Wir müssen uns beeilen. Seht mit euch! Kusch! Geht weg! Kusch! Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Boah, das ist bar. Das ist so widerlich. Muss hier hoch. Nein! Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen, das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich werde dir helfen. Na gut. Nein. Ich brauche einen Stock. Lassen wir nicht auf die Baller. Oh, hier ist aber kein Stock. Amicia. Die sollte ich runterholen können. Oh. Ah, sehr gut. Oh. Sie haben sie alle gefressen. Verpisst euch. Wir können nichts mehr für sie tun. Das finde ich. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. So schlimm, ne? Dass die hier halt. Oh. Da könnte ich hoch. Ich gucke erstmal in diese Tür. Oder nee, warte mal. Ich brauche aber eine Fackel hier drin. Du zuerst. Na gut. Oh, Munition. Gibt es hier was?